Schichtel ist ein Trennungsgespräch zwischen einem Mitte 20-jährigen heterosexuellen Fastpaar, bei dem sich beide detailliert damit auseinandersetzen müssen, warum sie auf psychologischer, emotionaler und auch körperlicher Ebene nicht zueinander finden. Und sie haben einander viel zu erzählen und müssen dementsprechend auch gut zuhören. Vieles davon ist nicht einfach zu hören, aber hoffentlich prägt es beide in eine positive Richtung, in ihrer Einstellung zu Sex, Beziehungen und vor allem die Beziehung zu sich selbst. Das Schreiben fällt mir normalerweise viel schwerer als die Inszenierung, aber bei Geschichtl war es andersrum. Und dass wir damit zu tun haben, dass der Film zum Großteil autobiografisch ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals nach meiner damaligen Trennung klischeebedienend aufs Land gefahren bin, wo ich in einem Bauernhof meiner Tante das Trennungsgespräch verschriftlicht habe. Das hat nicht länger als 2, 3 Tage gedauert. Ich habe, glaube ich, jeden Tag gute 5 Stunden geschrieben. Und ich kann mich erinnern, dass das für mich einerseits ein sehr bestärkender Prozess war, weil ich da eben angefangen habe, etwas zu verarbeiten, aber auch für mich als Drehbuchautor sehr befreiend war, mal in einem Guss etwas aus mir herauszubringen. Und bei der Inszenierung ist es mir schwerer gefallen als sonst, weil obwohl wir uns immer mehr von den Figuren distanzieren konnten, das Projekt trotzdem sehr persönlich ist. Und ich dadurch perfektionistischer gearbeitet habe als sonst. Und das hat sich zum Beispiel darin geäußert, dass ich so viele Takes gemacht habe. Und ja, bin meinem Team sehr dankbar für ihre Geduld und für ihr Durchhaltevermögen und für die Präzision, die wir eigentlich bei jeder Wiederholung beibehalten konnten. Mich begeistern wirklich viele Filme, mich begeistert vor allem, wie viele unterschiedliche Erzählweisen und ErzählerInnen es gibt. Wenn ich jetzt 2 Dinge hervorheben müsste, dann ist es die Plansequenz und das Schauspiel. Ich glaube, Plansequenzen machen mir deswegen so viel Freude, weil ich meinen künstlerischen Weg als Tänzer begonnen habe und Plansequenzen wie eine aufregende Choreografie für mich sind. Ich merke, egal wie weltbewegend oder einfach eine Geschichte ist, wenn die Glaubwürdigkeit der DarstellerInnen für mich stimmt, dann kann ich mich auf alles einlassen. Und ein Regisseur würde ich jetzt gerne hervorheben, der für mich sehr einfallsreiche Plansequenzen macht und der immer die besten schauspielerischen Leistungen herausarbeiten kann, ist Ari Aster mit seinem jüngsten Werk Beau is Afraid. Ganz große Empfehlung, aber ja, kein leichter Film anzuschauen.